Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. Ja, das ist unser neuer Bahnhof, der wartet hier noch auf Anschluss, das wird er dann gleich bekommen. Da müssen wir noch gucken, wegen, ja, ob das hier reicht. Bis dahin müssen wir eigentlich nicht mehr gucken, das reicht wahrscheinlich nicht so, wie es aussieht. Da müssen wir tatsächlich irgendwie noch eine LKW-Verbindung schaffen. Das könnten sie auch zu Fuß rübertragen, tja. Naja gut, anders ging es nicht. Jetzt müssen wir aber ganz schnell noch gucken wegen stehenden Zügen. Und zwar hier oben. Ich muss mal schnell gucken. Moment. Maschinenweißwasser steht und ist nur eingleisig. Das wäre irgendwo hier. Maschinenweißwasser, wo seid ihr? Ach, sind wir wenigstens wieder mal bei unserem wirklich großen, schönen Güterbahnhof. Jetzt lädt es gerade und macht den Tut. Man kennt's. Maschinen, wie hieß das Ding? Maschinenweißwasser. War wahrscheinlich der hier. Doch, Weißwasser, Maschinenwerkzeuge, warte auf freie Wege. Ja, die gucken sich an. Okay, da müssen wir mal schauen, warum das hier tatsächlich nur eingleisig ist. Da haben wir dann gleich in Hamburg nochmal was, da gehen wir auch gleich gucken, sobald wir das hier haben. Wo ist denn hier der Ursprung? Aha, hier wird es zweigleisig. Okay, jetzt hätten wir es aber gerne natürlich hier vorne auch noch eingleisig. Das können wir mal versuchen mit einem Wegpunkt. Weichen Hamburg, das habe ich gerade geguckt. Vielleicht müssen wir da tatsächlich einen Wegpunkt zuweisen, damit der das macht, warum auch immer. So, Wegpunkt, einmal diesen hier und dann wäre das eigentlich nach. Halten wir hier? Muss ich schnell gucken. Wie heißt das Teil hier hinten? Genau. Oberumkirch. Dann haben wir Bechhofen Nord. Wäre das hier? Jawohl. Also dann nach Bechhofen Nord würden wir dann wahlweise hier lang gehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Jawohl, beziehungsweise, aha, dann wird das Ganze einfach ein bisschen vorversetzt. Warum denn nicht hier schon? Ja, dann machen wir halt den Wegpunkt noch ein bisschen weiter eher. Weiter eher, sagt man das so? Naja, noch ein bisschen eher. So, und zwar hier. Und das wäre jetzt nach hier, von hier, nach da, nach überall. Zack, und da passiert gar nichts. Gut. Haben wir denn irgendwie keine Weiche? Ne, nicht alle Stationen. Das wollen wir dann doch nicht. Wir wollen diesen Wegpunkt wieder weg haben. Also eine Weiche haben wir. Warum möchtest du hier nicht rüber? Strom, irgendwas. Keine Ahnung. Da kann er rüber. Ich muss mal gucken. Haben wir hier vielleicht... wenn ich diesen hier mache. Aha, bringt eigentlich gar nichts. Außer, dass wir das jetzt machen können. Ist mir gerade ein bisschen rätselig. Ich muss mal schnell gucken wegen Strom. Vielleicht liegt da ja der Hund begraben. Allerdings, wir müssten hier doch überall Strom haben. So, hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir. Ja, wir haben überall. Wie vermutet, daran liegt es also nicht. Dann liegt es eben doch irgendwie an der Weiche oder irgendwie sowas. Beziehungsweise, er wird natürlich gezwungen. Ja, nee, wisst ihr, wo der Haken ist? Ist eigentlich auch ganz logisch. Wenn er hier anhält, kann er hier nicht zweigleisig durchfahren. Wobei, doch, müsste eigentlich auch können. Aber dann können wir das mit einer Weiche wahrscheinlich lösen. Wenn ich hier einfach eine X-Weiche hinmache. Mal gucken, was passiert, sobald ich es hinkriege. So, wir machen sie mal ein bisschen länger. Sieh es in den Kommentaren. Mach doch die X-Weichen ein bisschen länger. Dann funktionieren sie nämlich meistens auch. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus. Aha. Ja, okay, das passt eigentlich. Dann können sie fahren. Jetzt brauchen wir hier aber noch ein Signal, damit das auch wirklich Sinn macht. Und da müssen wir schnell gucken. Wo ist das nächste Signal? Hier hinten, das passt. Da machen wir noch ein Gegensignal hin. Ein bisschen davor. Wobei, ja, das reicht eigentlich. Wenn man da guckt, ja, ja, das reicht. Gut. Jetzt müssen wir aber wahrscheinlich hier den Kollegen noch drehen, beziehungsweise ihm sagen. Ah, nee, der fährt. Der hat es gemerkt. Der fährt auch. Ja, und dann können wir hier tatsächlich mal nochmal kurz gucken. Das sieht schon cool aus. Wieso? Ja, wie halt so ein Güterbahnhof wahrscheinlich aussieht, der rege benutzt wird. Einfach nur, ja, einfach nur schön. Anders kann man es gar nicht sagen. Dass der hier steht, ist normal. Eben, weil das ist der Holzzug. Der wartet hier, bis der vorbei ist. Jetzt kann der fahren. Bestens. Gut, jetzt gehen wir schnell nach Hamburg. Da haben wir nämlich was Ähnliches, je nachdem. Muss ich gucken, da stand, ich gucke mal schnell in die Liste. Die neue Linie ist doch nur eingleisig, oder habe ich mich verschaut? Hamburg-Brilow, also das hätten wir hier unten. Habe ich, glaube ich, ich dachte, ich hätte das auch gesehen und korrigiert, aber ja, wollen wir mal gucken. Machen wir ganz kurz Pause, dann können wir hier besser schauen.
Linien. Hamburg-Brilow, wo bist du? Moment, vielleicht auch nur sichtbar. Das ist meistens sehr hilfreich. Das ist Berglon. Hier, Hamburg-Brilow. Ja, also fahren tun sie, das ist schon mal gut. Und was macht die Linie? Nee, die ist schon zweigleisig. Okay, eben, ich dachte doch, irgendwas hätte ich noch gemacht. Jetzt hier rauf, hier rüber und hier oben. Ja, die ist überall zweigleisig, außer halt hier die letzten paar Meter bis zum Bahnhof. Gut, beruhigend, dann müssen wir hier nichts mehr machen, dann passt das. Dann können wir zurück zu unserem anderen neuen gekrümmten Güterbahnhof. Der war nicht hier, der war hier oben, irgendwo, wo hier ein Flughafen ist, genau hier unten. Und jetzt würde ich aber sagen, dann ja, machen wir halt ja irgendwie schweren Herzens. Also irgendwie ist es ja wirklich völlig doof. Von hier nach hier ein LKW. Aber ja, wenn es halt nicht anders geht, geht's nicht anders. Wobei, ja, nee, Moment. Von hier nach hier war das. Genau, nicht vom Flughafen. Der Flughafen ist eigentlich relativ irrelevant. Der muss ja nur die Sachen hierhin liefern. Die müssen die Waren hierhin liefern. Okay, aber ändert nichts an der Tatsache, dass wir hier nicht hinkommen. Wir sind sozusagen auf der falschen Seite. Anders können wir es nicht bauen. Wir haben den Flughafen im Weg. Ja gut, dann machen wir halt LKWs. Es hilft nichts. Da machen wir aber nicht viele und wir machen, ich würde sagen, da machen wir jetzt gar keine großen LKW-Ladeflächen hin, sondern sobald ich es dann hier mal habe. Nein, hier war es. Hier. So ein. Dann drehen sie halt hier. Das ist aber soweit okay. So, und hier unten das gleiche. Irgendwo, wo sie halt hinkommen. Ja, na das ist ja echt eine Riesenlinie. Naja gut, haben wir das auch mal. Also, neue Linie von hier nach hier. Bitte ohne Umwege. Das wäre dann, wie soll man das denn nennen? Kurzlinie machen wir mal draus. Das ist nämlich definitiv die kürzeste Linie, die wir haben. Kurzlinie. Zubringer LKW. Aha, geht nicht hin. Wegen einem Buchstaben? Doch, geht. Man muss noch richtig tippen. Gut. Hätten wir? Wir bräuchten ein Depot. Das haben wir sicherlich hier unten. Wir könnten aber auch hier noch eins hinstellen, einfach weil es auch immer wieder cool aussieht. Es wirkt belebend. Deswegen gibt es hier ein Depot. Mal gucken, ob der hier reinpasst. Ja, das müsste hinhauen. Jetzt noch in irgendeiner Form möglichst gerade. Ja, das ist perfekt. Okay, kaufen wir. Dann machen wir mal. Ja, zwei, drei reichen eigentlich. Güter. Irgendjemand, der. Was muss der transportieren? Waren. Der muss die Waren hier zu diesem Teil hinbringen. Machen wir mal dich. Waren hast du dabei? Jawohl. Einmal, zweimal, dreimal. Mal gucken, ob es reicht. Sonst werden wir es rausfinden. So, lassen wir laufen. Und jetzt fehlt natürlich die Zugverbindung noch. Das ist ganz klar. Wir müssen hier noch hier runter. Irgendwo waren wir hier stehen geblieben. Genau. Wir schnappen uns ein Gleis. Und jetzt ziehen wir es gleich mal hier hoch und gucken, ob das überhaupt geht. Oh, das würde sogar gehen. Das ist ja erstaunlich. Was würdest du denn machen? Ein Tunnel. Boah, kann man machen. So, irgendwie muss ich komischerweise immer zweimal klicken, bis das greift. Jetzt muss ich hier aber noch schnell schauen, welches Gleis das wäre. Das wäre das linke. Dann wären wir hier wahrscheinlich genau falsch. Jawohl, müssen wir noch eins rüber. So, okay, können wir so machen. Da haben wir einen Bahnübergang. Den lassen wir mal unbeschrankt. Der ist außerhalb der Stadt. So, nehmen wir dich mit. Und dann haben wir es eigentlich eh schon. Dann müssen wir halt die Signale natürlich noch setzen. So, hier wieder zurück. Hier runter. Mal gucken, ob das in einem Wisch funktioniert. Jawohl, es funktioniert. Gut. Die Linie, die haben wir wahrscheinlich auch noch nicht. Nein, dann gibt es auch nochmal eine neue. Nämlich von hier. Einmal hier runter. So, hier haben wir Kunststoff. War das hier? Was wollen wir? Doch, wir wollen eigentlich mit dem Kunststoff da hoch. Ja, dann wäre das dieser Bahnhof. Aha, und er nimmt tatsächlich die Linie, die wir vorgesehen haben. Das ist schon mal bestens. Dann wäre das die Linie, ja, einfach Kunststoff für eher Langenberg, nicht für Hamburg. Langenberg ist ja ein Warenzulieferer sozusagen, also für die Herstellung von Waren. Jetzt ist er noch eingleisig, das ist klar, eben, da fehlen die Signale, die machen wir mal. Und dann werden wir jetzt ein paar setzen müssen, denn wir haben hier mehr als nur eine Kreuzung. Wir fahren ja durch ein paar Bahnhöfe durch. So, das werden wir einmal diesen.
Dann gucken, ob das reicht. Doch, für ein Gegensignal reicht. Das machen wir gleich mal hier bei der Weiche. Okay. Dann haben wir hier in diesem Bereich nur dieses eine Signal. Ich würde das mal lassen. Wir machen nicht 10.000 Züge. Das ist okay. So, einmal drehen. Bitteschön. Reinladen das ganze Spiel. So, bestens. Ich mache nochmal Pause. Ist einfach performanter. Und ja eben, wir haben mittlerweile halt dermaßen viele Linien und Co. Ja, das ist halt einfach, dass es ab und an mal nachladen muss. Hier haben wir gleich nochmal eine Weiche. Da machen wir das Ganze, würde ich sagen, nochmal so. Muss ich gucken. Ja, kriegen wir dich hier hin? Nee, dann dockst du am falschen Ort an. Da machen wir dich hier hin. Wir gucken wieder wegen dem Gegensignal. Das lassen wir auch mal da unten. Das gibt eher längere Züge. Das würde dann soweit also passen. Jetzt müssen wir aber für die Linie hier noch eins setzen. Und das Signal hier, das ist jetzt natürlich falsch. Beziehungsweise im Moment, das können wir da vorne hin machen. Dann bräuchten wir den Bagger. Und dann kommst du weg. Okay. Und kämst dann, müssen wir mal gucken, entweder weiter hinten oder weiter vorne hin. Ja, weiter vorne in dem Fall. Das wäre dann mal... Machen wir mal hier. Okay, da das Gegensignal ist das da hinten. Das müsste soweit eigentlich bereits funktionieren. Hier haben wir das und da hinten das andere. Das haben wir hier. Gut, dann haben wir hier vorne nochmal eine Kreuzung. Da gehen wir raus. Das ist hier wieder dieses unschöne Tunnel. Okay, Kreuzung. Also machen wir einmal hier vor der Straße. Einmal hier. Und jetzt müssen wir gucken, das ist wahrscheinlich zu kurz bis zum Bahnhof. Ja, wobei, ja, ist doch noch ein ziemliches Stückchen, also. Wobei, wenn wir hier ein Signal machen, dann hängen wir dann hier auf der Weiche drauf, wenn wir Pech haben. Das lassen wir. Dann lassen wir denen den Vortritt. In die Richtung haben wir hier vorne dann das Signal. Nur dieses eine. Ja, gut, das machen wir. Ja, sollen wir da noch eins machen? Das ist dann die, ja, ist halt die Frage, wie lang sind die Züge, die wir hier aufsetzen? Das weiß ich. Schlicht und einfach noch nicht. Reicht das, wenn wir hier noch eins hinmachen? Ich mache mal hier noch eins hin. Wir stehen auf keiner Weiche, wenn wir dieses Signal setzen. Falls der Zug zu lang ist, ja doch ein bisschen auf der hier. Wir müssen es halt beobachten. So, also in die Richtung. Jetzt haben wir doch ein ordentliches Stückchen freie Fahrt. Gibt das hier mal dieses Signal. Dann setzen wir einen Block in vernünftigem oder mit vernünftigem Abstand. Einmal hier. Ich weiß, man kann im Tunnel drin auch Signale setzen. Haben wir schon oft genug gemacht. Aber ich möchte hier mal wieder die Trainfever-Variante tätigen. Gut. Können wir hier gleich nochmal machen? Ne, können wir nicht. Ist eine Brücke. Ich wollte hier vor der Straße und nach der Straße. Ah, dann machen wir das hier. Wobei, da vorne gehen wir rein. Da müssen wir aufpassen. Aber dann machen wir hier vor der Brücke einen Block. Und gucken da hinten, was wir da ändern müssen. Werden wir gleich rausfinden. Wir gehen hier runter. Hier. Ach, wir gehen hier ja gar nicht rein. Okay, dann müssen wir da eigentlich nichts Spezielles machen, außer halt noch einen Block setzen. Den würde ich dann hier mal ins Tunnel rein machen. Ja, jetzt ist wieder so eine Sache. Ah, funktioniert. Okay, man muss nur schimpfen. Dann geht's. So, bestens einmal Block. Und dann den nächsten machen wir hier. Ein bisschen versetzt zu den bereits bestehenden Signalen. Okay, können wir noch einen machen? Nein, würde ich nicht. Hier ist Bahnhofsbereich, hier kommen die Weichen. Dieses Gleis hier, das hat eigentlich hier, da können wir nochmal einen Block setzen, wenn man es genau nimmt. Und in die Gegenrichtung müssen wir gucken, da kommen wir ja von einem anderen Gleis her. Mal gucken, was das Spiel da angedacht hat. Wenn ich jetzt hier sozusagen ein Einfahrtsignal setze, das müsste gehen. Das ist ja unser einziges Gleis, das wir haben. Wir können sogar hier vorne noch einen Block machen, einen einzelnen. Und hier beim Bahnhof nochmal ein. Okay, das ist ja kein Gegenverkehr. Zumindest ist es so angedacht, dass es keinen Gegenverkehr gibt. Ich rufe jetzt mal die Linie auf und dann schauen wir mal. Kunststoff Langenberg, wo genau gehst du durch? Wir brauchen ja mal eine vernünftige Farbe. Aha, das ist eh schon ungefähr so, wie wir gedacht haben. Ja, das ist ja sehr nett. Cool. Das würde heißen, wir können hier in die Gegenrichtung sicherlich ein Ausfahrtssignal setzen. Hier sollte ja keiner mehr drin sein sonst. Das muss ich nochmal schnell kontrollieren, ob die Linien auch so zugewiesen sind. Da
dass wir hier nichts doppelt haben. Ja, die Grünen sind sozusagen unbelästigt oder können unbelästigt hier durchdüsen. Bestens. Also, dann werden wir hier hinten, hier am Bahnhofsbereich, da machen wir gar nichts. Hier auch nicht. Das gibt halt je nachdem ein bisschen Stau. Wir haben hier viele Züge, das ist ganz klar. Und hier gehen wir raus. Hier müssen wir wieder Signale setzen. Einmal dieses. Einmal hier rauf in vernünftigem Abstand einmal mehr. Zack, hier hin. Okay, da sind wir noch eingleisig. Das werden wir dann gucken, wo das Problem ist. Hier unten, ja doch, hier vorne können wir eins machen. Zack. Und in die Gegenrichtung das Gleiche. Wenn wir hier kommen, dann haben wir hier, was ist das hier für ein Signal? Aha, von der Linie. Ah, Moment, das ist von unserer Linie hier, die wir gerade hier im Blick haben. Von der wir gerade, bei der wir gerade auch ein Signal setzen wollten. Das passt, okay. Jetzt ist halt die Frage, warum sind wir eingleisig? Also hier passt, hier sind wir noch zweigleisig. Dann haben wir hier Gegenverkehr. Das heißt, wenn wir hier Gegenverkehr haben, dann wäre aber dieses Signal hier unten... Ne, haben wir ja nicht. Hä? Wo geht denn die grüne Linie lang? Moment. Die geht hier rein? Doch, da ist Gegenverkehr. Ist hier auch? Habe ich eine krumme Kucke? Jawohl, hier haben wir Gegenverkehr. Eben, dann ist dieses Signal hier definitiv nicht angebracht. Oder eben, wir machen so, dass wir hier das Ganze zweigleisig haben. Die Frage ist, warum wir es nicht haben. Haben wir hier oben noch keine Weiche? Tatsächlich, ich dachte, wir hätten hier schon eine Weiche gebaut. Ja, falsch gedacht. Herr Heisenberg, bitte nachholen, nachsitzen. So, hier in eine Kurve rein, das ist immer besonders gut, wenn man eine X-Weiche machen will. Na, mal schauen. Ah, funktioniert doch bestens. So, und schon haben wir es zweigleisig. Jetzt gibt es hier natürlich auch noch ein Signal. Sollen wir das vor dem Weg machen? Ist ein bisschen cooler. Ja, machen wir mal. So, dann hier in die Gegenrichtung. Da unten haben wir eins. Dann machen wir mal hier noch eins hin. Die müssen ja nicht zwingend parallel sein. Das reicht, wenn sie so sind. Gut, zweigleisig wär's. Ja, das würde eigentlich soweit klappen. Was wir jetzt noch bräuchten, das sind natürlich Züge, die von hier hinten Kunststoff holen und fröhlich tuckernd nach hier hinten bringen. Ein Depot. Das wäre noch fällig. Entweder hier, oder wir können ja mal hier hinten schauen. Hier unten war das. Ob wir hier noch ein Depot hinkriegen. Hier haben wir sogar eins. Das bringt uns aber nicht wirklich hier auf dieses Gleis. Das heißt, wir müssen noch eines haben. Oder wir machen hier noch ein Depot hin. Hier haben wir noch keinen Platz. Das ist der Bahnhof. Da brauchen wir je nachdem die Gleise noch für nachher hinten. Müssen wir gucken. Das bringt uns auch nichts. Dann machen wir doch hier daneben noch eins. Ich glaube, massiv ausbauen werden wir den nicht mehr. Ansonsten wird dann halt ein neues Depot fällig. Das können wir dann auch nicht ändern. Warum nicht gleich nochmal das hier? Wie sieht das denn aus, wenn das zweimal das gleiche ist? Okay, naja. Wenn es das hier ist, das ist zu lang. Das hier. Ich denke, das ist fast besser. Wenn das ein bisschen Unterschied hat, da haben wir auch ein bisschen Abwechslung drin. Vielleicht sogar bis hier hinten nach an die Straße ran. Okay. So, Gleis hätte ich gerne. Machen wir altes Gleis mit Oberleitung. So, und gucken wir, ob wir hier reinkommen. Hallo Spiel. Jetzt ist es wieder am Rechnen. So. Ja, wird eher eng. Okay, ich sehe es schon. Schade eigentlich. Können wir dich irgendwie hier anlegen? Oder ist dann tatsächlich die Krümmung zu groß? Da ist die Krümmung zu groß. Wir müssten weiter hinten sein, aber weiter nach hinten können wir nicht. Da ist die Straße. Sieht man hier. Dann machen wir das. Wie machen wir das am besten? Mit einem kleinen Schlenker, damit wir ein bisschen mehr Platz haben vielleicht. Ja, das müssen wir halt austesten. Wenn wir es so machen, wir holen im Prinzip ein bisschen Anlauf. Und gehen dann hier rein. Aha, doch, das geht. Guck mal an. Sauber. Bestens. Nehmen wir gleich. Dann haben wir hier noch zwei weitere Gleise. Die nehmen wir auch gleich mal mit. Sieht dann einfach auch besser aus. So, dich noch hier. Auch möglichst irgendwie parallel, dass das ein bisschen eine gewisse Optik hat. Hier können wir direkt hier rein. Und was machen wir mit dir?
Wenn wir können, gehen wir auch hier rein. Das ist dann die Frage, ob das geht. Nee, geht nicht. Aha, jetzt kommen wir mit dem Gleis hier hin. Doch, hierhin kommen wir. Dann ziehen wir dich hier runter. Machen wir mal so. Und jetzt müsste man doch irgendwie da hinten dann reinkommen. Es ist natürlich reine Optik, ist ganz klar. Bis hierhin kommen wir. Dann müssen wir auch noch weiterkommen, dass wir jetzt hier irgendwie ins Gleis reinkommen. Jawohl, bestens. Gut, und wo wir gerade bei der Optik sind, da gibt es auch noch ein paar Signale. So, wirklich auch nur natürlich wieder reiner Schönbau. So, das andere ein bisschen weiter vorne und dann geht es an den Zugkauf. Zack, bestens. Okay, dann kaufen wir euch mal. Wir brauchen Züge mit Tempo, das ist eine weite Strecke. Und wir brauchen Wagen, die ja Kunststoff transportieren können. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also unter Tempo verstehe ich halt wieder diese 160. Denn die Wagen, egal was wir hier nehmen, die schnellsten, die sind 160. Also die schaffen 160. Ah, oh, wir hätten hier noch neue. Guck mal, aber die... Oh, die machen ja 160. Nehmen die... Oh, die nehmen Kunststoff mit. Das ist ja voll cool. Okay, das ist gleich mal gebonkt. Also, das sind nämlich relativ coole Wagen hier mit den Containern drauf. Sozusagen in Doppeltraktion in der Höhe. Aber nicht Automatik, sondern eben Kunststoff. Das wäre die Front hier. Jetzt muss ich aber gucken, das reicht je nachdem. Oh, okay, Kapazität 30. Das wären dann 60, 90, 120, 150. Doch, doch, das reicht. Also dann, aber dann sind sie nicht allzu lang halt. Das werden wir sehen, wenn wir die Lokomotive noch dazu kaufen. Wir kaufen die jetzt mal so, wie wir sie haben. Genau, Baumaterial. Was will ich denn mit Baumaterial? Kunststoff. So, jetzt passt's. Also dann den hier. An den mittleren Nummer 3. Und dann haben wir hier Rear. Also das Ende. Okay, 64 Meter. Das ist, wir haben zwar wirklich Fettkapazität, aber das ist mir zu kurz. Wir löschen den nochmal. Wir setzen nochmal mittlere dazwischen. Kunststoff. Okay. Kunststoff. Okay, das ist der richtige. Dann den 3er nochmal. Damit das wenigstens halbwegs irgendwie passt. Da haben wir 110 Meter, das ist eigentlich immer noch zu kurz. Naja gut, dann können wir die Signale ein bisschen besser setzen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben ja doch bei 30 Einheiten, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Wir hängen hier den letzten dran. Okay, und dann haben wir zwar nicht lange Züge, aber dafür wirklich solche mit Kapazität. Jetzt eine Lokomotive, die 160 aufs Gleis bringt. Da gucken wir halt mal wieder. Was wir hier unten haben, es wird wahrscheinlich, wenn es sowieso halt wieder eine Güterlok ist, wieder auf eine von den anderen hier rauslaufen. Da irgendwie so eine von denen. IC, habe ich ja gesagt, kommt noch. Haben wir die Aqualok schon? Ich frage jedes Mal und denke mir, irgendwie die haben wir doch schon. Das ist die Intercity. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal die Aqualok. Wenn wir sie schon haben, mein Gott, ist sicherlich eine schöne Lok. Wir werden es gleich sehen. 150 Meter, ja, wie gesagt, das passt. Machen wir mal 3 Stück. Das müsste reichen bei den Kapazitäten, die sie haben, auch wenn es ein weiter Weg ist. Okay, Linie zuweisen. Strom haben wir eigentlich überall. So, ans richtige Ort. Kunststoff Langberg. Ja, das klappt. Dann können wir hier aufmachen. Und da fahren wir jetzt natürlich auch noch mit. Denn gleich mal Hardweg. Denn ja, das ist irgendwie eine coole Strecke. Die führt halt doch durch den ein oder anderen Bahnhof durch. Das ist natürlich mehr als nur nett. Und ja, die Lokomotive, sehr schön, gefällt mir wirklich gut. Da der Kollege, jetzt müssen wir halt ein bisschen gucken, dass wir bei den Güterzügen nicht immer die gleiche Bauart von Lokomotive haben. Das sind ja nur andere Lackierungen. Aber wenn wir halt immer so weite Strecken haben, ja, dann sind halt schon die Lokomotiven angesagt, die auch ein bisschen Leistung haben, die Tempo haben. Die Wagen sind leer, die sind voll, wenn sie dann beladen sind. Und wir steigen mal ein. So, neue Strecke, doch massig Bahnhöfe durch. Müsste eine relativ coole Strecke sein. Jetzt geht es hier unten in den Güterbahnhof rein. Genau. Ja, da stehen halt immer noch keine Häuser. Ich wage langsam ein bisschen zu bezweifeln, dass die hier noch bauen werden. Ich glaube, die sind fixiert auf ihr Festland da hinten und auf den anderen Bereich gegenüberliegend vom Fluss. Das ist aber egal. Wir können hier natürlich, ja, von uns aus noch so viele Sachen hinstellen.
Da gab es die Vorschläge mit diesen riesen Kesseln, die Benzinkessel, also Ölkessel, da kann man vieles machen und ja, halt mit den ganzen Assets, die wir noch haben. So, hier geradeaus, einmal quer rüber, durch die anderen Gleise durch. Und wenn es dann gar nicht anders geht, dann werde ich vielleicht doch noch diese Mod installieren hier, bei der man Häuser freisetzen kann. Dann können wir ja den Stadtteil zur Not auch noch künstlich anlegen. Ach ja, den Stadtteil benennen wollte ich ja auch noch, fällt mir gerade ein. Das können wir dann auch noch machen. Wobei, ja, das wäre dann einfach der Bahnhof, der so heißt. Ja, wir schauen uns das nachher an. Jetzt genießen wir erstmal die schöne Fahrt. Hier an der Kirche vorbei, Friedhof. So, sieht man den? Ja, ist halt hinter Mauern. Man sieht nicht wirklich viel. Ah, da schweben leider die Zäune ein bisschen, also die Mauer. Huch, und da war ja mit dem Pfosten mitten auf dem Gleis. Sag mal. Und hier wird gebaut. Leute, ihr müsstet da mal noch eins über den Fluss rüber hüpfen. Von wegen bauen. Wir bräuchten da noch ein paar Häuser. Das wäre schon cool. Ich wollte eben diese... Ah, schon schön hier, mitten durch die Stadt durch. Ich wollte eben diese Mod erst installieren, wenn wir eine neue Staffel haben. Also die Mod, wo man die Häuser freisetzt. Ich möchte hier eigentlich sozusagen natürlich, ja, sehen, wie natürlich das Ganze wächst. Also wie, und nicht glaub, mit dieser Mod sozusagen durchsetzt. Dann sieht man nicht, was passiert, wenn man wirtschaftlich spielt, wenn die Städte größer werden. Deswegen wollte ich die hier eigentlich rauslassen. Aber mal gucken, für diesen einen Stadtteil da hinten könnte man ja doch ein paar Häuser selbstständig hinstellen. Wir schauen mal. Läuft uns ja nicht davon. So, links Flughafen. Und jetzt werden wir hier wahrscheinlich auf die 160 kommen, denn jetzt geht es hier relativ lange geradeaus bis nach Weißwasser. Da durch den Bahnhof durch werden wir wahrscheinlich wieder runtergehen müssen. Das ist aber auch okay, wir wollen ja niemanden gefährden da. 130, ja, ja, das macht schon Sinn, dass wir hier die schnellen Lokomotiven haben. Aha, das ist aber eine kurze Geschichte hier. Huch, wieder mit so einem Zwischenstück. Aber dieses Zwischenstück sieht man oben ja nicht. Das haben wir schon mal gehabt. Da habe ich schon mal nachgesehen, hat man nichts gesehen. Naja, ist dann irgendwie ein Grafik-Gimmick. So, schön gerade. Und da oben kommt ein Flugzeug. Schwierig zu sagen von hier. Ah, da sind gleich zwei Flugzeuge. Schwierig zu sagen, ob das ein Frachtflugzeug ist oder ein Personenflugzeug. Ist ja auch Wurst. Oh, Bäume. Ah, geht aber. Habt ihr gesehen, das sind wahrscheinlich die Bäume, die unter der Straße, also die unter der Brücke sind, auf der Straße. Das ist eine Bäumchenstraße. Ich würde sagen, das kann man definitiv lassen. Die reichen ja nicht so weit rein, dass sie die Züge gefährden. Das ist dann einfach ein bisschen, ja, bewachsen, das Ganze. Das finde ich gar nicht mehr so schlimm. Aha, da haben wir irgendwie interessanterweise nur beim Neubau eine Wand im Weg. Links sah es eigentlich aus, als wäre es okay. Hm. Tja. Dachten sie, wenn wir schon was Neues bauen, dann gibt es auch noch eine neue Mauer. Hallo Kollege. Ja, ist mittlerweile eine fette Strecke hier, das muss man schon sagen. Mit sechs Gleisen, aber da vorne ist halt auch Weißwasser. Das ist nicht irgendjemand, das ist unser altes, unser gutes, altes Weißwasser. Die haben sich das auch verdient, dass sie hier eine vernünftige Gleisanlage haben. Hatten wir ja da in Staffel 1 von Train Fever eben auch. Deswegen wurde Weißwasser wahrscheinlich auch so beliebt. Weil wir da halt x Gleise hatten. Und der ICE, der ist verrostet. Leute, ersetzt den mal. Den Fahrzeugersatz habe ich gemacht. Das sieht aus, als wäre der Zuggesellschaft das Geld ausgegangen. So, hallo Weißwasser. Auch sehr schön der Bahnhof halt. Rechts die Häuser, links Häuser. Ist fast ein bisschen schade. Die Kirche haben wir auch noch da. Weil eben, uns fehlt immer noch der Lüttlicher Bahnhof. Den müssen wir mal irgendwo noch hinstellen. Ich werde mir mal noch was einfallen lassen. So, sieht doch cool aus hier, die Kirche. Das ist schon auch eine sehr, sehr schöne Mod. Sehr nett. So, und jetzt haben wir sie ja zweigleisig neuerdings. Dank dem kleinen Eingreifen. Ja, doch, das stimmt so. Jetzt dachte ich gerade für einen Moment, falsches Gleis. Nee, 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 nee. Absolut richtig. Da startet gerade wieder ein Flugzeug. Cool. Und jetzt müsste es hier links gehen, genau den Berg hoch.
Also Berg. Ja, ich bin Schweizer. Bei mir ist ein Berg höher als das, was wir hier haben. Ist eher ein Hügel. Ja, eine Steigung ist es eigentlich. So, dann gehen wir gleich nochmal zurück nach Hamburg. Eben mal gucken, dann werden wir da den Bahnhof noch kurz umbenennen. Es gab viele, viele Vorschläge. Vor allem ein Kommentar, der heiliges bisschen. Da standen, glaube ich, sämtliche Stadtteile drin, die es in Hamburg gibt. Vielen Dank dafür. Das war dann wahrscheinlich eine Fleißarbeit. Aber ich würde gerne St. Pauli draus machen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich war einmal, ja, vor ewig langer Zeit in St. Pauli und irgendwie hat es mir da gefallen. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, warum. Außerdem mag ich den Fußballclub. Der war ja mal für eine kürzere Zeit sogar in der Bundesliga. Jetzt ist er, ach je, wo sind die denn? In der Regionalliga? Ich wüsste es nicht mal. Aber da war mal ein Kollege von mir aus der Schweiz. Der hat ihn bei Viktoria Hamburg, glaube ich, gespielt und war dann bei St. Pauli. Boah, lass mich jetzt nicht lügen, irgendwie Assistenztrainer oder sowas. Also später war er sogar beim HSV Assistenztrainer. Darauf bin ich stolz, dass ich den persönlich kenne. Der kennt mich auch. So viele Leute kennt man dann persönlich ja doch nicht, die in der Bundesliga tätig waren. So, aber eben deswegen irgendwie mein Bezug zu St. Pauli. So, wir sind angekommen. Sehr schön da vorne. Die Prellböcke, ich muss schon sagen, die Prellböcke sind halt einfach auch sehr, sehr nett. Mehr als nur nett. Oh, jetzt fällt mir gerade ein, es wurde mal geschrieben, warte doch, bis der Zug gedreht hat mit Aussteigen. Mal gucken, wie das aussieht. Das habe ich jetzt genau um eine Hundertstelsekunde verpasst. Okay, also Bahnhof, haben wir eigentlich die Linie hätten wir. Wir kriegen jetzt von hier die Bretter, das sieht man auch, das funktioniert. Jetzt fehlt uns noch der Kunststoff von da unten. Das machen wir mit den Zügen. Und wir könnten hier natürlich, damit das Ganze auch noch ein bisschen mehr läuft, noch Stahl holen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Stahl haben wir ja hier oben. Das ist nicht mal so weit weg. Da haben wir sogar Gleise. Also das würde heißen, ja, da müssten wir wahrscheinlich nicht wirklich viel machen in Sachen Gleisbau. Da müssten wir eine neue Linie zuweisen. Und je nachdem vielleicht ein bisschen, ja, da kann man hier rüber, kann hier rein. Da bräuchten wir hier noch eine Verbindung. Das werden wir uns mal ansehen in Ruhe. Jetzt gehen wir aber schnell nach Hamburg. Ich möchte kurz hier den Stadtteil feierlich benennen. In St. Pauli, Hamburg St. Pauli, mal den Bahnhof angucken. Das ist nicht Hamburg Anbau, sondern eben St. Pauli. Okay, und hier den Bus werden wir auch gleich mal. Trambahnhof, ja, ist ja auch irgendwie nett, aber das wäre dann Hamburg. Machen wir mal Bus, weil es ja Busse sind. Und dann wieder diesen hier. Okay, dann haben wir noch einen Güterbahnhof. Haben wir sonst noch was? Ja, hier hinten haben wir noch den LKW, die LKW-Station. Mal gucken, ob das hinpasst. Wir könnten da die LKW-Station lassen. Ja, das kann eigentlich gar nicht hinpassen, aber ich kann es ja mal testen. Sankt. P. Au. Ja, Sankt Pa. Okay, machen wir anders. Hamburg. LKW. Ja, LWK, genau. LKW. So, das ist eine Station, die sieht man ja. St. Pauli. Und dann haben wir, naja, das Depot müssen wir nicht benennen, aber den hier hätte ich natürlich noch gerne umbenannt. Güterbahnhof 1. Wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, mal schauen. St. Pauli. Ja, geht auch nicht. Blöd. Machen wir doch die Abkürzung. So, so. Und jetzt müsste das eigentlich... Aha! Das I passt nicht. Ah, come on. Okay, machen wir nochmal anders. Geht das so? Ja, es ist nicht wirklich zu erkennen. Aber vielleicht so. Dann müssten wir den einen Buchstaben doch hier gerettet haben. Oder gewonnen haben. St. Pauli. Jetzt. Gut. Eine kleine Sache, aber eben... Ja, ist doch nett. So, dann haben wir hier einen neuen Stadtteil. Das mit den Häusern habe ich gesagt. Das werden wir uns ansehen. Wir lassen das, würde ich sagen, jetzt sicher noch ein paar Folgen so laufen. Vielleicht baut ja doch mal noch jemand was hier hin. Und sonst, ja, werde ich die Mod dann tatsächlich wahrscheinlich installieren. Tatsächlich wahrscheinlich, genau. Gut, liebe Freunde. Danke fürs Zusehen. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss.